Gegen Eichstätt soll es für den FC Memmingen also endlich mit den ersten Zählern der Saison klappen. Das Team von Markus Mattes aber eigentlich alles andere als ein Aufbaugegner. Doch der FCM von Beginn an hellwach. Wir sind in der 5. Minute. Der lange Ball zunächst geklärt. Greisel holt sich den Rebound, setzt sich durch und Nickel nickt ein. Marco Nickel, sein 2. Saisontreffer und die frühe Führung für Memmingen. Greisels Flanke von Schmiedramsel hier abgefälscht und die Bogenlampe perfekt für Nickels Flugeinlage. Markus Mattes natürlich so gar nicht zufrieden. 31. Minute, jetzt mal sein VfB. Die Einwurfflanke wird verlängert, Kel Mendy verschätzt sich und Federl mit der Chance auf den Ausgleich. Zur Halbzeit der FC in Front, bei den Fans herrscht allerdings Gleichzahl. Und auch im zweiten Durchgang Memmingen besser in der Partie, 55. Minute. Das ist Rietzler, setzt sich hier durch und findet Celani. Doch der trifft den Ball nicht richtig. Es bleibt beim 1:0 für das Team von Uwe Wegmann. Wir springen in die 79. Minute. Einer der wenigen Momente, in denen die Eichstätter ihre Klasse zeigen. Schnelles Direktspiel auf Eberle und der mit der Hacke auf Zitzelsberger. Doch der Abwehrspieler vergibt und sieht dann auch noch nach diesem Luftzweikampf die gelb-rote Karte. Am Ende holt sich Memmingen die ersten Punkte der Saison und sorgt für einen frustrierten Gästetrainer. Ja gut, im Endeffekt waren wir heute der perfekte Aufbaugegner. Jetzt war schon klar, was auf uns zukommt und dann musst du einfach stabil sein und dagegen halten. Das haben wir speziell die ersten 10 Minuten, Viertelstunde nicht getan und mit einem absolut dilettantisch verteidigten Angriff gehen wir dann auch 1:0 den Rückstand zurecht und dem läuft es halt dann im Endeffekt das restliche Spiel nach. Und das vergebens. Dank Nickels goldenem Kopfball schlägt der FC Memmingen den VfB Eichstätt.